Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Joel und in diesem Video zeige ich euch, wie ich mit Affinity Designer auf dem iPad ein isometrisches Logo erstelle. Ich würde sagen, wir springen direkt in Affinity Designer rein und ich zeige euch, wie es geht. Ja, als allererstes müssen wir hier oben links auf das Icon klicken und dann unter magnetischer Ausrichtung auf das Raster klicken. Jetzt haben wir hier unten die Möglichkeit, auf das Auge zu klicken und wir sehen, es entsteht ein Raster. Wir können das Raster natürlich jetzt noch verschiedenst einfärben. Dieser hellgraue Ton ist jetzt noch ein bisschen zu transparent und dementsprechend werde ich den jetzt eine andere Farbe geben. Das mache ich, indem ich jetzt hier einfach eine andere Farbe auswähle. Ich würde jetzt mal sagen, dieser Ton ist ganz gut. Wenn ich das gemacht habe, kann ich dann jetzt hier auf Auto klicken. Als nächstes können wir jetzt hier neben dem Auge auswählen, was wir für ein Raster haben möchten. Wir haben jetzt hier die Wahl zwischen diesen verschiedensten Rastern. In dem Fall würde ich jetzt einfach mal das Dreiachsenraster wählen, weil das eigentlich sehr gut ist, auch um isometrische Logos zu kreieren. Wir können jetzt natürlich auch noch bestimmen, direkt daneben, wie detailliert das Raster sein soll. Also wir können jetzt sagen, soll das 32,5 Punkt breit sein oder halt größer oder halt kleiner. Dementsprechend wird es dann halt auch immer detaillierter. Ich würde sagen, diese 32,5 passen erstmal. Und hier daneben können wir auch noch überlegen, ob wir in diesem Raster noch eine Unterteilung vornehmen möchten. Das ist halt gut, wenn wir wirklich ein ganz genaues und feines Logo kreieren wollen. In dem Fall möchte ich das allerdings nicht. Deswegen setze ich das jetzt hier einfach auf 0. Wir haben jetzt hier dieses normale Dreiachsengitter. So, was können wir jetzt machen? Bevor wir jetzt anfangen, darin ein Logo zu kreieren, sollten wir erstmal prüfen, ob wir hier oben links bei magnetischer Ausrichtung auch Raster, also hier rechts, am Raster ausrichten ausgewählt haben. Falls wir das nicht haben, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass die Linien, die wir dann in dem Raster erstellen, nicht wirklich an dem Raster ausrichten, sondern sie sind dann einfach willkürlich im Raster. Deswegen ganz wichtig, hier einfach diesen Button wählen, also am Raster ausrichten und dann auch fertig. Und jetzt können wir, wenn wir zum Beispiel jetzt hier den Zeichenstift wählen, einfach hier reinklicken und wir sehen, die Linien setzen direkt wirklich an den Eckpunkten des Rasters an. Wir können jetzt hier einfach mal eine Fläche erstellen und diese Fläche dann auch mal ausfüllen, indem wir hier oben bei Farben jetzt das Ganze umkehren. Und wir haben gesehen, diese Fläche ist jetzt wirklich genau im Grid aufgezogen. Im Nachgang können wir natürlich auch mit dem Knotenwerkzeug diese einzelnen Punkte noch verändern. Wir sehen, wir können die jetzt auch hier willkürlich platzieren, aber sobald wir dann uns einer Linie annähern, schmiegt sich wirklich die Form dieser Linie an. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, um mathematisch korrekte Logos zu kreieren. Ich würde sagen, ich passe das jetzt einfach mal hier an. Bevor wir das natürlich jetzt irgendwie spiegeln, würde ich natürlich noch ein Duplikat machen. Deswegen zwei Finger auf den Bildschirm drücken und dann halt mit dem rechten wegziehen. Dann haben wir jetzt ein Duplikat. Wir können das Ganze jetzt natürlich spiegeln, indem wir hier rechts das Icon hier anklicken. Dann öffnet sich hier dieses Feld und wir können hier oben das zweite Icon von rechts bei Spiegeln und Drehen auswählen und die Fläche spiegelt sich. Jetzt können wir das super einfach hier wirklich hinsetzen und wir sehen, wir haben jetzt hier wirklich so einen dreidimensionalen Würfel schon kreiert. Genau, das soweit dazu. Ich würde sagen, wir kreieren einfach noch einen weiteren Würfel hier drin. Dafür klicke ich dann einfach wirklich den Linien entlang. Wähle dann einfach mal die Farbe aus, verändere die Farbe hier oben noch zu einer Fläche. Wir können jetzt hier nochmal eine Fläche ansetzen, um dann nachher auch, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt gleich das Logo einfärben, dann auch verschiedenste Schattenstufen zu hinterlegen. Weil wenn wir nur eine Fläche haben, können wir das nicht machen. Wir brauchen dafür mehrere und deswegen mache ich das jetzt. So, deswegen ziehe ich jetzt einfach nochmal ein Viereck auf. Wichtig ist, wenn man eine Fläche kreieren möchte, dass man wirklich dann auch wieder zum Anfangspunkt zurückkommt. Ich werde das jetzt einfach mal hier ein bisschen einfärben, damit wir auch sehen, dass wir hier wirklich noch eine eigene Fläche drüber kreiert haben. Wir können die jetzt im Nachgang nochmal wirklich anpassen an die Linien. Die Hilfslinien helfen einem wirklich dann zu gucken, ob die Fläche wirklich auf der Linie drauf liegt. Und wir sehen jetzt hier, wir haben hier noch Konturen gewählt, das wähle das jetzt einfach mal ab. So, das soweit dazu. Das können wir jetzt natürlich dann auch noch einfärben. Ja, diese Fläche würde ich jetzt auch noch einfärben.
Und genau, wir können natürlich dafür auch die Pipette nehmen. Wenn wir jetzt wirklich diesen Grauton von dem inneren Würfel haben wollen, dann müssen wir einfach die Pipette auswählen, einfach gedrückt halten und die Fläche auswählen, von der wir die Farbe haben möchten, also in dem Fall der Grauton. Und wenn ich jetzt loslasse, sehen wir, dass sich hier oben rechts neben der Pipette jetzt die Farbe eingewählt hat. Und wenn ich die jetzt anklicke, haben wir die jetzt hier ausgewählt, müssten wir jetzt nur einmal rumswitchen und wir haben das, sagen wir mal, fertig kreiert. Grauton gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich will jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier so einen Blauton, allerdings bei Flächen, zum Beispiel so einer hier. Das wähle ich dann auch aus. Damit wir jetzt noch so einen dunkleren Schatten kreieren, würde ich sagen, wählen wir die beiden rechten Flechten aus. Nehmen zwar jetzt auch die gleiche Farbe wie links, allerdings ziehen wir die jetzt einfach ein bisschen ins Dunklere, damit wir da wirklich so einen Schatteneffekt haben. Ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Ich stelle jetzt nochmal hier einfach bei Raster das Gitter aus, indem ich einfach hier dementsprechend auf das Auge klicke. Und ich würde sagen, wir haben einfach ein cooles dreidimensionales Logo kreiert. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, könnt ihr sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.